Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Die Siedler Online. In diesem Video wünsche ich allen da draußen einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Bleibt gesund und ich hoffe, dass alle Wünsche, die ihr für das kommende Jahr habt, in Erfüllung gehen. Genau vor einem Jahr habe ich ein Silvester-Video hier auf dem Kanal hochgeladen für euch. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, dass das schon wieder ein Jahr her ist, da kann ich nur sagen, die Zeit, die rennt. Und leider viel zu schnell. Rückblickend im Jahr 2023 möchte ich euch natürlich auch noch so zwei, drei Sätze dazu sagen. Trotz der relativ ausgewogenen positiven wie auch negativen Stimmung hier auf meinem Kanal oder das, was man mir halt immer unter den Kommentaren des Videos schreibt oder im Forum. Also da sind von positiven Kommentaren allerdings auch leider Gottes auch sehr negative zum Teil und die gehen teilweise schon unter der Gürtellinie und ich hoffe, dass es im Jahr 2024 weniger wird. Allerdings die Anonymität im Internet ist leider sehr weit verbreitet und da sind halt die ein oder andere Menschen geneigt, durch den Schutz des Internets, solche Negativitäten, einfach weil es denen Spaß macht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das bekomme ich dann halt ab, obwohl ich für euch nur Videos produzieren möchte und euch damit unterhalten möchte oder ihr lernt da sogar noch was von und. Ich habe damit also keine Negativität, die ich euch damit vermitteln möchte. Allerdings möchte ich euch nur das Positive hier im Spiel zeigen. Natürlich auch negative Sachen in Bezug, wenn das Spiel mal ja nicht so gut läuft, das zeige ich aber auch, aber da ist auch meine Meinung einfach frei und das sage ich natürlich dann auch jedes Mal. Hoffe, das Wort zum Sonntag bzw. das letzte Wort in diesem Jahr wünsche ich einfach, dass ihr mit mir im kommenden Jahr einfach weiter mir treu bleibt und weiterhin meine Videos anschaut. Möchte ich euch natürlich noch einen Ausblick auf das kommende Jahr 2024 zeigen. So als Vorgeschmack, was euch erwartet. Den Trailer zur DSO-News habe ich ja bereits in meinem Weihnachtsvideo euch gezeigt. Daher werde ich in diesem Video darauf nicht weiter eingehen, weil die Videos zu den DSO-News ab dem kommenden nächsten Jahr natürlich für euch kommen wird. Darüber hinaus kommen allerdings noch zwei neue Formate. Ich blende auch gleich den Trailer oder beziehungsweise einer von drei Trailern, den ich vorbereitet habe, im Bereich der Kategorie Top 5 Videos. Diese Top 5 Videos beinhalten, dass ich euch bestimmte Buffs, Gebäude oder allgemein andere Sachen aus dem Spiel euch zeige und die werden kategorisiert nach meiner Meinung, nach meiner Wichtigkeit oder das, was halt sehr gut ist und was halt sehr schlecht ist. Das werde ich halt in diesen Top 5 euch präsentieren. Diese Videos sollen euch dann einen kleinen Einblick geben, welche Generäle oder welche Gebäude für euch am sinnvollsten sind. Darüber hinaus erfahrt ihr natürlich auch meine Meinung bzw. wie meine Einschätzung zu den jeweiligen Gebäuden oder Generälen oder allgemein, was ich euch halt zeige in den Videos, ist. Lasst euch einfach mal überraschen, es sind schon einige vorproduziert worden. Wie bereits erwähnt, habe ich drei Trailer vorbereitet für diese Top-Listen und es bleibt natürlich nicht bei den Top 5, werden noch Top 3 und Top 10 Listen in Videoform in der nächsten Zukunft nach und nach kommen. Darüber hinaus wird noch im DSO-Forum eine kleine Veränderung kommen. Allerdings ist das nicht viel, was dort geändert wird. Einmal habe ich natürlich einen Trailer auch dafür vorbereitet. Den werde ich jetzt gleich mal einblenden. Wie gefallen euch die Trailer allgemein? Ich hoffe, das ist soweit okay gewesen. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu unterhalb dieses Videos in der Kommentarsektion mal schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Zu dem Projekt DSO wird im Forum
ja, der Text so einigermaßen aktualisiert und verändert. Und die Videolinks, die ich natürlich dort jedes Mal für euch bereitstelle, werden auf der Hauptseite nun ja veröffentlicht, damit ihr den Link nur noch anklicken müsst und nicht durch die ganzen Seiten euch durchsuchen müsst. Das sollte auch schon alles sein zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Neuerung für das Jahr 2024 auf dem Kanal werden, wie gesagt, ab dem kommenden Jahr nach und nach für euch kommen, dass ihr sie ansehen könnt, und wünsche euch mit diesem Video einen schönen Abend noch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für euch und für eure Familien. Bis zum nächsten Video. Bleibt mir treu und auf Wiedersehen.